Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Grindos und ich sage Welcome back to Far Cry 5. So, wir wollten ja gerne hier diese Mission machen mit den Satellitenschüsseln und deshalb reise ich nochmal ganz schnell zu dem Helipad zurück. Weil wenn die oben auf den Dächern sitzen, dann ist, glaube ich, so ein Heli am besten. Ich hätte jetzt auch zu der Tulip zurückgehen können, die hatte ich ja da in der Nähe geparkt, aber das wollte ich jetzt nicht machen. Weil ich glaube, das hier ist einfach der schnellere Weg. Ja. Brauchen euren Schund nicht. Wobei... Nee, alles gut. Wir nehmen die Tulip. Sehr gut. Die rockt einfach alles weg und das ist schon okay. Ich war jetzt zwischendurch nochmal kurz im Badezimmer aus Gründen. Und jetzt weiß ich nicht mehr so 100%, was ich dir in der letzten Folge erzählen wollte. Oder sind wieder solche komischen Flugzeuge? Ja, aber ich glaube, ich sollte die Mission vielleicht auch mal aktivieren. Ach so, ist eine Nebenmission. La 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 la. Was? Das ist doch Whitehelm Mountains. Wo ist denn bitte die Mission mit den... Also irgendwie wurde unsere Mission jetzt gekillt. Hab ich das Gefühl? Ich spule mal ganz kurz, bis wir hier drüben sind bei dem... zurück zu dieser... Station. Ja, weißt du was? Ich glaube, wir machen einfach diese Klatsch-Nixon-Mission, die sie uns das letzte Mal nicht gestattet haben. Also die dann plötzlich weg war. Na, siehst du mal. Wir müssen das wahrscheinlich hier vorne wieder aktivieren. Ja, sollen wir Klatsch-Nixon machen oder sollen wir das jetzt mit den, Dings machen? Ich finde diese Klatsch-Nixon-Mission eigentlich immer saulustig, deshalb machen wir das einfach. Oder? Was meinst du? Das ist doch unserer, oder? Ich habe doch jetzt den richtigen gerettet. Na komm, wir hören mal, was er zu sagen hat. In den Wochen im Vorfeld des 10. Mai 1971 konsumierte Klatsch Nixon, der größte Stuntman des bekannten Universums, gewaltige Mengen an Zigaretten, rohen Eiern, Whisky und Wolfstestosteron, wobei letzteres ihm direkt in den Tränenkanal injiziert wurde. Dieser ausgewogenen Ernährung schrieb Klatsch auch zu, dass er das als Godzilla bekannte Berghangrennen überlebte. Klatsch stieg an diesem Abend mit einem teilweise ausgerenkten Steißknochen ins Bett und mit dem wohligen Wissen, dass dieser Stunt niemals wiederholt werden würde. Ich habe zwar nicht verstanden, was wir machen sollen, aber wir machen es. Quadzilla. Na komm. Alter. Okay, das war's auch schon. Scheiße. Nee, war's doch noch nicht. Alter Schwede. Das Schöne ist ja, dass das hier ein Custom... Alter. Ein Custom-Song ist. Und deshalb werde ich davon auch nicht geclaimed. Aber ich bin jetzt zum Beispiel wegen dieser Only You-Sache einmal geclaimed worden. Alter! Ich überschlag mich hier eigentlich bloß nach unten. Ja, das sehe ich ja wirklich nicht. Das ist vor allen Dingen auch ein Problem für mich. Ja. Und deshalb vergib mir, wenn ich nicht so laut bin. Oh, komm schon. Ja, wegen Only You bin ich einmal geclaimed worden. Aber das ist nicht schlimm. Das
solange die meine Videos nicht löschen, ist es okay für mich. Ich mache das hier ja aus Leidenschaft und nicht, weil ich damit Geld verdienen will. Na also, das war doch ganz einfach. Also wäre schon schön, irgendwann mal Geld damit zu verdienen, aber an meinen aktuellen Zuschauerzahlen, ich glaube, jetzt gucken gerade 5 Leute zu oder so, sieht man echt, dass ich das nicht aus Geldgründen mache. Aber ich mache es, weil es mir Spaß macht. So, 200 Widerstandspunkte gab es dafür, das ist schon mal ziemlich gut. Und dann holen wir uns jetzt die Mission einfach nochmal. Ja, komm. Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung, aber es ist noch nicht vorbei. Es sieht aus, als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Ich bin ziemlich sicher, dass ich 3 davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Ja. Ich guck mal, eigentlich müsste unsere Tulip hier hinten noch stehen und dann nehmen wir die Tulip dafür. Ich war neulich... Ich meine, wenn du das jetzt... Wo ist jetzt unser Helikopter? Warum muss ich den immer wieder neu holen? Ich kann noch nicht zu glauben. Jetzt aber mal gucken. Frequenzrausch. Ach so. Wir haben keine Ziele zugewiesen. Das ist aber nicht so schön. Ich brauche mehr Überblick. Wie soll ich das denn bitte machen, wenn ich nicht weiß, wo die sind? Könnt ihr mir das mal sagen? Dass wir hier immer von Helikoptern angegriffen werden müssen. Achso, dich hat's bloß umgehauen. Ja, dann machen wir vielleicht doch lieber erstmal diese andere Geschichte. Ja, wir müssen jetzt wieder erstmal diesen scheiß Hubschrauber auseinandernehmen. Na also. Gut, dann machen wir jetzt das andere. Und zwar werden wir hier auf der Karte hier rüber reisen und uns diesen neuen, Mitarbeiter hier holen, also unseren neuen Verbündeten. Da können wir aber nicht schnell hinreisen. Wir können zum Baronsee-Gewalk schnell hinreisen und von dort aus dann relativ fix hier hin. Ja, komm. Machen wir so. Gut, und ich werde ein bisschen spulen, bis wir da sind. Damit das alles nicht so lange dauert. You know. So, da sind wir wieder und ich mach mal meinen Timer wieder an. Na, komm. Hey du, beweg deinen schmalen Hintern hier rüber. Hey, du bist doch der Hurensohn, von dem Dutch immer redet. Bist du für die Wahl registriert? Ach, auch egal. Ich brauche gerade andere Hilfe. Kommen wir zum Punkt. Siehst du dieses bemitleidenswerte Häufchen Elend da drüben beten? Die Frucht meiner Lenden. Herb Junior, dümmer als ein Kohlenheimer, kommt nach seiner Mutter. Der Dummkopf hat meinen Wahlkampftruck verloren. Nancy, natürlich benannt nach der besten First Lady, die jemals diesem großen Land gedient hat. Wenn diese Obama-liebenden Spinner herausfinden, dass ich nicht auf mein Zeug aufpassen kann, dann kann ich mir den Senatsposten wohl abschminken. Nun, da du auf meinem Grund und Boden bist und ich dich nicht erschossen habe, obwohl das mein gutes Recht als stolzer amerikanischer Waffenbesitzer wäre, schuldest du mir was. Hilf dem Schwachkopf, meinen Truck zurückzuholen. Dann kann ich mich endlich wieder auf den Wahlkampf konzentrieren.
Oh, danke, dass du uns in diesem Ausnahmezustand nicht erschossen hast. Ich könnte auch behaupten, dass du uns etwas schuldest, dass ich dich nicht erschossen habe. Weißt du? Denn ich bin auch Amerikaner in diesem Spiel und ich habe auch Waffen. Und das führt nun mal dazu. Na komm, also sorry, ich wollte nicht über dein Geschlecht entscheiden oder so. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich nenne nur alle meine Homies Alter und Bro und Mann. Ungeachtet von Vaginalien oder Penilisten. Wow, Déjà-vu, du Mann. Kennen wir uns? Verdammt, Mann, meine Gebete wurden erhört. Ich habe eine Standleitung zu dem Affenkönig, der da im Himmel rumhängt. Ich schätze, nachdem du ein Engel bist, der hier auf der Erde für den Affenkönig arbeitet, weißt du schon, dass ich den Truck von meinem alten Herrn wiederholen muss. Er ist echt sauer. Aber wenn wir ihn zurückholen, darf ich wieder in meinem Bett schlafen. Und ich sag dir was, es ist echt kalt draußen. Ganz zu schweigen von den Hundezecken, die sich an meinen Kronjuwelen zu schaffen machen. Komm schon, hilf mir, den Truck meines alten Herrn zu holen. Katzen wir die Kurve, bevor der Alte hier rumballert. Er ist im Moment schärfer als der schärfste Kettenhund. Na dann los. Der Senatswahlkampf war echt stressig für ihn. Er ist nicht für die Politik gemacht. Ich muss auch noch mit ihm mitfahren. Er hat noch nicht mal Zeit zum Kacken. Ich will eigentlich gerne diese Musik ausmachen, aber ich kann nicht. Scheiße, Mann, ich hab den ganzen Tag dafür gebetet. Ich hab den Affenkönig gebeten, das Jesuskind und sogar den Valentinstypen mir ein Zeichen zu senden. Und schon bist du da. Ja, ich werde so weggeklemmt. Also wegen dieser Scheißmusik wieder. Zu holen. Wird nicht leicht werden. So bescheuerte Sekte hat ihn. Nein, ich würde am liebsten eigentlich ein bisschen was erzählen. Alles hat angefangen, als ich mich denen anschließen wollte. Aber er lässt mich nicht. Es klang nach einer guten Idee. Sie hatten diese ganzen Waffen, Essen und klasse Weiber. Und diese drei Dinge sind eigentlich alles, was mich interessiert. Sah echt aus wie eine einzige Party, verstehst du? Also habe ich gesagt, hey, Amigos, wo kann ich unterschreiben? Unterschreib hier, haben sie gesagt. Und dann angefangen, ihre ganzen Regeln aufzuzählen. Keine Unzucht treiben, das heißt übrigens kein Fick. Kein Alkohol und keine wilden Partys, Mann. Nein, danke. Wozu ist man dann überhaupt am Leben? Weg da! Aber ich habe bedauerlicherweise den Truck meines alten Herrn da vergessen. Er ist seither echt angefressen. Verständlich. Aber mach dir überhaupt keine Sorgen, weil ich habe einen neuen Schritteplan, um den Truck zurückzubekommen. Schritt 1, mich mit Schnaps aufheitern. Dafür ist gesorgt, Homie. Schritt 2, um jemanden beten, der mein Problem löst. Erledigt. Schritt 3, oh shit. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber es fällt mir unterwegs schon wieder ein. Verdammt, Keule, du kannst zuhören. Mein alter Herr hört mir nie zu. Deswegen fühle ich mich wohl auch so ungehört. Wir kommen in letzter Zeit nicht mehr miteinander aus. Seit er kandidiert, meckert er nur noch an mir rum. Trinken in der Öffentlichkeit. Mit meinen Waffen umgehe. Was halt, Mann. Aber wenn wir diesen Truck von den Peggys zurückholen, dann wird er echt beeindruckt sein, Alter. Er wird mich so sehr lieben und dann wird meine Mutter versuchen, mich mehr zu lieben, um mit ihm mithalten zu können. Und dann sieht er, wie sehr sie mich liebt. Und dann wird er versuchen, mich noch mehr zu lieben. Und dann werden Geburtstage und Weihnachten total krass. Ja, bist du jetzt fertig? Also, wie gesagt, ich habe keine Angst davor, dass ich irgendwie keine Einnahmen erziele, weil ich erziele sowieso keine Einnahmen. Aber ich habe Angst davor, dass die eben das ganze Video sperren, was durchaus mal vorkommen kann, weißt du? Oder dass ich vielleicht sogar einen Strike auf meinen Kanal kriege wegen irgendeinem Lied. Das wäre richtig scheiße. In der Regel passiert das nicht. Oh, mir ist Schritt 3 wieder eingefallen. Wir kommen von hinten, genau wie es mein Opa im Krieg immer gemacht hat. Gefällt mir. Liegt wohl in der Familie. Siehst du diesen Wachturm? Haben wir auf die Kacke. Hast du einen Raketenwerfer? Du siehst mitgenommen aus. Jess, hast du schon mal darüber nachgedacht, zur Armee zu gehen? Zur Armee? Okay. Nö. Ich lass mich nicht gern rumkommandieren. Schon gut. Na komm, wir versuchen das mal von der Seite. Schon gut. Aber du... Ja... Das hier sieht nach einer weiteren Klatsch-Nixon-Mission aus. Sie war auch dort hinten irgendwo. Ich ändere die Position. Aber... Da vorne kommt Ärger. Ach, hier ist ja einer. Den habe ich fast übersehen.
unterwegs. Dann haben wir den schon mal klein. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache gewesen. Ich werde so richtig Vanya-mäßig abgehen. Weil das einer von den Fetten war, also einem, der so gepanzert ist und plündert, braucht das nicht werden. Vielleicht klappt das ja. Oder auch nicht. Wo kommst du denn her? Na gut. Na guck mal, wie das geht. Mann, ich liebe Theater. Lass mich hier nochmal ein bisschen gucken, ja? Erste-Hilfe-Set können wir noch mitnehmen. Nein, nicht im Weg stehen. Danke, egal was mein Vater sagt, du hast ja es drauf. Hey, Miss Armstrong, hast du echt eine olympische Medaille gewonnen? Okay. Ja. Ist das hier das Ding, cool, was wir mitnehmen sollen? Ach, folge Hirk auf den Wachturm, dann müssen wir den jetzt anlabern. Oh, Keule, Zeit für Schritt 4. So. Der Truck ist ja ganz da unten. Wahrscheinlich warten noch mehr Peggys auf uns. Die Seilrutsche ist das A und B. Wir rutschen da runter und schleichen uns an wie Vollkasse Ninjas. Ja. Dann auf zur Ninja-Mission. Ah. Scheiße, ja, Mann! Gleichmodus, oder? Scheiße, ja, Mann. Warum? Ich nehme mal lieber die. Das ist der Scheißmann! Macht ja schon irgendwie Spaß, ne? Da hätte ich auch Bock drauf, sowas zu machen. Obwohl ich mit meiner Höhenangst, ich wäre da glaube ich ein bisschen schlecht beraten, sowas zu machen. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ja, aber eine weitere Seilrutsche sehe ich hier jetzt nicht. Achso, na gut, wir sind da. Kann ich mich hier fallen lassen, ohne dass das zu sehr wehtut? Autsch. Nein. Unsere Folge ist schon wieder fast vorbei. Ich habe das Gefühl, gar nichts erzählt zu haben. Ja, wir wollen was dagegen unternehmen, aber wir machen jetzt kurz noch die Folge fertig. Also wir machen diese Mission noch fertig und dann beenden wir die Folge. Das war nicht so klug. Gut. Warum kann ich hier nicht reinklettern? Ha! Ach cool. Tod von oben gekillt. Gibt uns noch ein bisschen extra Vorteilspunkte, die können wir später nochmal vergeben. Ja. War's das? Sieht so aus. Du hast Glück, dass du mich. Ich seh's einen von denen! Was? Ja, komm, erzähl. Soll ich da jetzt einsteigen? Ach komm, wir haben's doch. Ich will die Position hier. Gut. Da mach ich es selbst. Schön zu verschnaufen. Jetzt bin ich besoffener Alter. Und das ist ein Kompliment. Okay, cool. Dann werden wir jetzt auch nicht mit Musik belästigt, die mich irgendwie abklemmen könnte. Greif mal in die Kühlbox und guck, ob noch ein paar Feuer unterm Arsch. Und ja. Für mich ein Bier, wenn möglich. Ach doch, die Musik läuft wieder. Aber es macht Spaß. Ja, das ist doch Creedence, oder? Creedence Clearwater Revival. Stehst du auf so ältere Musik? Du
Also was heißt ältere Musik, ne? So alt ist die ja gar nicht. Aber sie ist halt mega cool, finde ich. Also ist eine meiner Lieblingsbands sogar. Deep Purple steh ich auch total drauf. AC/DC natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das Deep Purple ist. Credence. Aber es klingt so nach Credence. Ja, ich habe dich ja schon mal wegen Musik gefragt und da habe ich dir ja auch schon mal gesagt, dass ich auf verschiedensten Musik stehe. Und eben auch auf solche Sachen. Scheiße, das waren nur 5 Schritte. Ich habe garantiert was vergessen, aber du hast dich gut geschlagen. Ich verrate dir mal was, Mann. Irgendwie habe ich hier einige Grafikprobleme. Meine eigene Sekte. Und du bist mein erster Hörki. So nenne ich meine Schäfchen. Ja. Ja, schreib mir mal in die Kommentare, was für Musik du magst. Ich meine, habe ich dich zwar schon mal zu befragt, aber schreib mir auch mal Musik auf, die du nicht magst. Und schreib mir auch mal Musik auf, wo du vielleicht erstmal ein bisschen drüber nachdenken musstest, bis du drauf gekommen bist, dass du die überhaupt magst. Das ist wichtig. Na, guck mal. Du. Wenigstens ist noch alles dran. Na gut, Deputy, du hast dein Wort gehalten. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht. Die Senatssache ist zu viel für mich alleine. Ich brauche einen Wahlkampfmanager. Und du siehst mir genau richtig aus, um meinen Hintern ins Amt zu katapultieren. Deine erste Aufgabe ist, Junior überall mit hinzunehmen, damit ich nicht mehr hören muss, wie er zu diesem gottverdammten Affenkönig betet. Deine zweite Aufgabe ist, gib mir Bedenkzeit. Ich geb dir dann Bescheid. Der wollte den nur loswerden. Na gut. Ach, haben wir noch irgendwo eine Story-Mission? Ja, dann nehmen wir uns jetzt noch die Story-Mission vor. Also wir holen die uns ab und dann muss ich die Folge wieder beenden. Hab einen Job für dich. Kennst du dich mit Wahlkreisschiebung aus? Natürlich nicht. Du bist ein guter Amerikaner wie ich. Das ist nur was für Eierköpfe. Es geht um die Verlegung der Grenzen von Wahlbezirken und so. Egal. Die Wahlen stehen an und die Eierköpfe meinen, ich hätte so beschissene Umfragewerte, weil diese gottverdammten Peggys gegen mich stimmen werden. Man kann über die verrückten Kultisten sagen, was man will, aber immerhin gehen sie noch wählen. Die Eierköpfe meinen, meine einzige Chance auf einen Sieg bestünde darin, die Grenzen der Wahlbezirke so zu verlegen, dass die Peggys nicht mehr ins Gewicht fallen. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich gewinne genauso leicht, wenn diese Peggys einfach nicht im Wahllokal erscheinen. Ich will dir nicht vorschreiben, wie man sowas bewerkstelligt, Zwinker, Zwinker. Aber eine dauerhafte Lösung für mein vorübergehendes Problem wäre ideal, wenn du verstehst. Ich sage natürlich nicht, dass du jemanden umbringen sollst, denn das ist ja immer noch illegal. Ist es doch theoretisch noch, stimmt's? Aber wenn es weniger Peggys gäbe, weil sie irgendwie ausrutschen und in ein paar Dutzend Kugeln landen, würde das meine Chancen schon verbessern. Der Bezirk, um den es geht, ist bei der Kreuzung am Grill Street Diner. Nimm meinen Schwachkopf von Sohn mit. Er taugt nicht viel, aber er schießt ganz gut. Und wenn sie das mal gegen uns verwenden sollten, wäre es gut, einen Sündenbock zu haben. Ich glaube nicht, dass er wirklich ins Gefängnis müsste, weil er doch ein wenig anders ist. Nun, worauf wartest du noch? Leg los! Okay, ich aktiviere das gleich mal und das machen wir dann in der nächsten Folge. Also wir machen jetzt quasi für einen Gouverneursanwärter den Auftragskiller, wie es aussieht. Ich gehe mal ins Pausenmenü und ich werde groß. Im Hintergrund hat man jetzt ganz kurz gesehen, dass da wir unser neues Mitglied jetzt haben. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu erzählen von dem, was ich erzählen wollte, aber vielleicht komme ich ja in der nächsten Folge zu. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibst du so cool, wie du bist. Ich bleib so cool, wie ich bin. Und ich sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Yeah.
Hier ist wieder Flying Dots und ich sage Welcome back to Far Cry 5. Guck mal, lecker, lecker, lecker. Irgendwie habe ich gerade so ein Revenant-Gefühl. Ich will keinen Oscar. Du kannst den Lachs haben, aber ich bin nicht Freund. Ugh.